Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragonist. Und ja, in der letzten Folge haben wir ja die Spezialisierungsquest hier gemacht. Und wir schauen einfach mal, was wir denn hier noch so bekommen können. Beziehungsweise hier hätten wir noch Ragenta. Erstmal noch ein bisschen mit der Storyquest. Dann wollten wir ja auf jeden Fall... Moment. Keine Ahnung, was das ist. Okay. Ah ja, Level-Up hatten wir, glaube ich, auch gehabt, oder? Kann das sein? Bin mir nicht ganz sicher. So, guck mal, wie sieht es eigentlich mit dieser Truhe aus hier? Verschiedenes? Kann man die mittlerweile... Nee, ist Stufe 16 erst. Okay. Wie gesagt, ich wollte mich auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen mit meinem Inventar nochmal auseinandersetzen, dass das... Vielleicht gehen ja dann die Dungeons auch ein bisschen schneller. Hä, kann ich da ja nichts machen. Achso, ich muss jetzt erst zu... Ah, hier fehlen mir auch schon... Oh, lol, mir fehlen hier schon die XP. okay, auch nicht schlecht. Ja, wir öffnen jetzt einfach mal hier die ganzen Truhen hier. Dann tauschen wir das ganze Gerümpel dann einfach mal aus. Nymphenmütze. Ist besser. Schauen wir mal, dass wir hier kriegen wir auch gleich noch Handschuhe bestimmt raus. Hier schöne Handschuhe, Nymphhandschuhe. Ja, wunderbar, ne? Nymph. Halb. Ja, sind auch besser. Achso, die sind schon angelegt mittlerweile, okay. Ja, Halbstiefel hätten wir eigentlich auch gehabt, ne? Unterkörpertruhe, Helmtruhe, das können wir wegschmeißen, so gesehen, ne? Hatten wir ja schon gehabt. Unterkörper können wir auf jeden Fall machen. Dass wir mal das Doppelte auf jeden Fall dann nicht mitnehmen. Helm braucht man nicht. Oberkörper wäre natürlich interessant. Wobei wir da gerade vorne erst was angelegt hatten eigentlich. Nymphbluse. Ja. Kann man machen. Sieht auf jeden Fall etwas schicker aus. Ah, ist auch wieder Helmtruhe, okay. Was haben wir hier noch? Stufe 16, Stufe 16, alle Stufe 16 hier. Da können wir noch nichts machen damit. Hier hat man hier irgendwas Einzigartiges. Wir hätten hier noch eine Begleiterlanze. Die ist etwas stärker auf jeden Fall. Können wir diese Lanze wegpacken. Das können wir wegpacken. Das können wir wegpacken. Na, dann schmeiße ich das alles einfach schnell mal raus hier. So, dann können wir nochmal... Ne, wir haben ja sowieso... Wir haben keine Aufwertung mehr. Ah, okay. Da ist ein bisschen das Problem, das sehe ich auch gerade, okay. Wir haben bei K, hätten wir jetzt, wir sind ja jetzt Dragoon, oder halt noch nicht, Achso, wir müssen hier mehr als 20 verteilen, das heißt, das hier wäre ja sowieso am Start. Würde ich sagen, dass der hier ja sowieso auch einer der wichtigeren Skills ist. Dann würde ich sagen, hätten wir hier Dragoon und dann können wir jetzt hier zumindest schon mal die Skills hier, diese Skills hier zumindest schon mal holen, auf jeden Fall. Joa, das wären auf jeden Fall schon mal drei wichtige Skills wieder. Joa, die kann man ja auf jeden Fall gleich mal anwenden. Bin ich mal gespannt darauf, wie es dort aussieht. Damit mit diesen Skills. Das sind ja auf jeden Fall andere, als wir die gerade in der Spezialisierungsquest eigentlich getestet haben. Weil die in der Spezialisierungstest, die wir da getestet haben, die waren etwas weiter unten im Baum gewesen. Aber schauen wir mal. Also, Nummer 2 macht das. Das. Was ist denn die Nummer 3 hier eigentlich? Wir nochmal gucken. Unberechenbare Kraft. Achso, Moment. Was macht das eigentlich? Müdigkeit. Irgendwas mit Müdigkeit. Wenn wir uns wirklich mal genau durchlesen. Maximiert Kampfhärte, indem man an seine Grenzen geht. Während der Effekt aktiv ist, wird Müdigkeit angesammelt. Nämlich immer leidet der Charakter an Lethargie. Mhm. Alle 10 Sekunden Bewegungsgeschwindigkeit, wenn aktiviert werden, dann die HP alle 2 Sekunden um. Achso, finaler Schaden. Ah, okay. Das ist auf jeden Fall ein Buff, so gesehen. Und Nummer 3 wäre. Das wäre ein Angriff. Und das ist auch ein Angriff. Okay. Dann gehen wir einfach nochmal. Ne, hier können wir nicht reingehen. Wir müssen in den
Tempel der Schlafenden, okay. So, gehen wir mal einfach mal rein. Hier in diese Richtung ungefähr so. So, dann haben wir hier Schläfertempel, haben wir hier. Okay, gehen wir rein. So. Dann einmal zack. Oder auch nicht. Hier auch nicht. Ja, wenn wir kurz abwarten, bis das hier gespawnt ist. Ist das der einzige hier? Oder muss das erst unten? Ja, das muss erst unten gemacht werden, ne? Da war ja was. Ja, das nutzt mir ja auch nichts mit der Bewegungsgeschwindigkeit, ne? Kann jetzt bis zu 10 Wut aufbauen, so gesehen. Das ist dann halt wirklich, da hat man wirklich einen krassen Power Spike eigentlich drauf im PvP betrachtet, also fürs PvP betrachtet. Ne, muss man dann halt immer wieder rausnehmen, ne? Dann nehme ich das hier raus. Hä? Kann ich das nicht rausnehmen? Achso, oh, warte mal. Jetzt ist es deaktiviert. Jetzt verliere ich die Müdigkeit halt so gesehen eigentlich wieder. Hab allerdings für kurze Zeit, ehe die Müdigkeit angestiegen ist, halt diesen krassen Schaden. Ich glaube auch der, selbst wenn man den anlässt, den Buff die ganze Zeit, würde man zwar Leben auf jeden Fall verlieren, was natürlich nicht gerade cool ist, aber man hätte halt diesen Bonusschaden auf jeden Fall. Und das sind, wie viel sind Prozent sind das? Werden die HP alle zwei Prozent, also da geht das schon abhängig vom Leben. Gut, dann ist es doch auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ui. Zack. So. Dann haben wir unten einmal eine Quest. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt schon annehmen. Kann ich die schon annehmen? Ja, okay, das geht. Beziehungsweise abgeben oder annehmen ist ja auch alles das gleiche, so gesehen. Kann man hier noch irgendwas machen jetzt bei dem? Nee. Okay. Das heißt, ich muss jetzt wieder zu der Kiste muss ich nicht unbedingt. Das muss nicht unbedingt sein, aber ich kann hier hinten hin. Hat die Legion eigentlich immer noch diesen Erfahrungsbonus? Ja, okay, gut. Der wird immer noch gut gehalten und aktiv gehalten. Das finde ich auch gar nicht so schlecht. Okay. So, dann einmal hier. Und dann kann man die zwei letzten Siegel dann auch noch dort vorne brechen und dann sieht es so gar nicht so schlecht aus. Zack, einmal hier und einmal da. Okay, und weiter geht's. So, ach ja, das war ja jetzt hier das mit den Golems hier in der Mitte. Ja, genau. So, zack, einmal hier rein. Zack. Oha. Aber ich habe, glaube ich, das Prinzip der Lanzenträgerin auf jeden Fall ein bisschen schon verstanden, wie das hier so abläuft. Auf jeden Fall schnelle, hohe Schadensspitzen auf jeden Fall schnell zuschlagen. Und das ist auf jeden Fall in erster Linie so ein großes Prinzip. Jetzt habe ich zum Beispiel, jetzt bin ich zum Beispiel langsamer. Man bräuchte halt auf jeden Fall mehr, deutlich mehr Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, woher man diese Geschwindigkeit halt bekommt. Das bremst hier eigentlich auch, das Springen bremst das Ganze ja eigentlich auch ein bisschen noch aus. Oh, hier haben wir nochmal den David. Okay, gehen wir jetzt nochmal in den letzten Part, also gleich zum Boss. Zack. Ja, jetzt so mit mehr Skills geht das auf jeden Fall schon deutlich einfacher hier. Da kann man schon, da bin ich schon ein bisschen noch am überlegen, ob ich vielleicht doch noch ein bisschen weiterspielen sollte, weil alle Skills hat die Lanzenträgerin ja noch nicht bekommen. Wobei mich Kali ja doch trotzdem am Ende ein bisschen mehr reizt. Muss man auch so sagen. Aber okay, Dungeon ist auf jeden Fall abgeschlossen. Und ich denke, wir gehen auf jeden Fall auch gleich danach zur Stadt. Ja, 1-S-1.
geht sogar. Ging sogar relativ fix, muss ich ja selber auch sagen. Und ja. Machen wir hier das hier noch, das Bernsteinerz und dann F2 und ja, wir gehen. Ah ne, wir haben noch eine Aufgabe hier. Ah, hier haben wir noch einmal mit David, müssen wir hier einmal nochmal reden. Zack. So, dann gehen wir auf jeden Fall mal zur Stadt zurück. So, zwei Questen hätten wir hier noch, die geben wir auf jeden Fall noch schnell noch ab. Zack. Okay, so, sprech mit dem unsichtbaren Dieb. Ah, okay, hier hätten wir oben auf jeden Fall auch noch eine Aufgabe gleich. Weiß nicht, ob es den Level-Up gibt schon. Wenn nicht, müssen wir auf jeden Fall nochmal in ein weiteres Dungeon hineingehen gleich dann. Hier ist noch eine Aufgabe. Ah ja, Agent hast du nicht. Okay. Hier ist auch noch eine Aufgabe, die ist scheinbar anzunehmen. Ah ja, okay. Das heißt, jetzt hätten wir hier oben noch der unsichtbare Mann Nummer 2. Gibt es den Level? Ne, das sind 20% fehlen da. Nee. Das wird nix. Das heißt, da müssen wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge dann nochmal in ein Dungeon hineingehen. Gucken wir mal, wie viel das hier gibt. Wird nicht genügend geben, ne? Ne, gibt nicht genug. Aber nichtsdestotrotz sind wir, denke ich, schon ganz gut vorangekommen. Und dann sehen wir uns einfach mal in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.